Wir lösen hier diese Ungleichung ersten Grades mit einer unbekannten x. Beginnen wir damit, diese 2 und diese 4 zu verteilen und so erhalten wir 10x plus 2x minus 6 streng größer als 4x minus 4 plus 1. So. Jetzt setzen wir alle x-Terme nach links des Ungleichheitszeichens und die anderen nach rechts. Das heißt, links haben wir 10x plus 2x minus 4x, also 8x. Und rechts haben wir minus 4 plus 1 plus 6, also 3. Jetzt brauchen wir nur noch durch diese 8 zu teilen. Und da diese 8 streng positiv ist, bleibt dieses Symbol der Ungleichheit und somit wissen wir, dass x streng größer sein muss als 3 Achtel. Jetzt werden wir die Lösungsmenge aufschreiben und dazu kann man sich solch einer Zeichnung bedienen. Wir zeichnen den Zahlenstrahl nach rechts orientiert, das bedeutet irgendwo ganz links ist minus unendlich und irgendwo ganz rechts ist plus unendlich. Auf diesem Zahlenstrahl findet die Zahl 3 Achtel ihren Platz und wir zeichnen sie sofort in Rot. Wir zeichnen einen roten leeren Punkt, der bezeichnet, dass x nicht gleich 3 Achtel sein darf. X muss streng größer sein als 3 Achtel, also muss x sich streng rechts von diesem Punkt befinden. Alle Zahlen streng größer als 3 Achtel sind Lösungen, die zeichnen wir also in grün und alle anderen Zahlen, die nicht Lösung sind, zeichnen wir in rot. In dieser Zeichnung lesen wir jetzt die grüne Lösungsmenge ab und zwar lesen wir sie von links nach rechts, so wie dieser Pfeil es anzeigt. Die Lösungsmenge beginnt also bei 3 Achtel, aber 3 Achtel ausgeschlossen. Und dann geht es weiter, immer weiter, immer weiter nach rechts bis plus unendlich. Plus unendlich wird aber ausgeschlossen, denn eine Unendlichkeit kann man nie erreichen. Eine Unendlichkeit ist immer ausgeschlossen. Und diese Übung ist schon beendet.